Das Fußballfieber hält an, die Augen der vielen tausend Kinder mit den schwarz-rot-goldenen Fähnchen leuchteten. Exakt 50 Tage nach dem Triumph der deutschen Kicker in Brasilien bestaunten rund 45.000 Fans die Nationalmannschaft aus der Nähe. Beim lockeren Trainingsspielchen in Düsseldorf wurden die Treffer von Thomas Müller, Lukas Podolski oder WM-Pechvogel Marco Reus lautstark bejubelt. Hochher ging es auf den Rängen, als die Nationalspieler zum Ende der Übungseinheit 500 Mini-Fußbälle ins Rund schossen. Bundestrainer Joachim Löw winkte im schwarzen Trainingsdress lässig ins Publikum und wandte sich über das Stadionmikrofon auch kurz direkt an die Anhänger, um sich zu bedanken. Zeit für Autogramme war sogar auch noch, natürlich ganz zur Freude der Fans. Gerade nach der Weltmeisterschaft sei es etwas Besonderes, vor ausverkauftem Haus zu trainieren, sagte Torwart Manuel Neuer. Die 17 Nationalspieler sowie Bundestrainer Löw trugen sich in den Katakomben des Stadions auch ins Goldene Buch der Stadt Düsseldorf ein. Die Fans seien sehr, sehr wichtig. Ohne sie wäre es nicht ein so schönes Erlebnis gewesen. Das sagte Götze beim Schlusswort nach einem der selten gewordenen öffentlichen Trainingsauftritte der deutschen Nationalspieler.